Aus meiner Privatsammlung. Wie sieht's in Maschinenräumen aus? Ganze Menge zu Bruch gegangen. Mit Bordmitteln zu reparieren? Sind schon dabei. Lass uns mal ordentlich hinklotzen. Hab so ein Gefühl, dass wir hier in der Gegend noch gebraucht werden. Na? Fast eine Stunde schon. Den sind wir los, Herr Kalloy. Abwarten. Vielleicht hat er nur gestoppt und lauert uns auf. Wartet, bis wir uns sicher fühlen und auftauchen. Nicht dumm, die Brüder. Weiter auf Schleichfahrt. Wenn's dunkel ist, tauchen wir auf. Jawohl, Herr Kalloy. Jawohl, dann werden wir ja sehen. Lichtverhältnisse? 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Dunkel. Klar machen zum Auftauchen. Auf 30 Meter gehen. Auf 30 Meter gehen. Vorne um 15, hinten um 5. 90. 80 Meter. 70. 60 Meter. 50. Boot steigt schnell. Bei 30 Meter runterhorchen. Beide Mitte. Hinten unten reibt. Boot ist auf 30 Meter. Na? Auf Seerohrtiefe gehen. Seerohr ist frei. Hinten unten 5. Komm auf. Hinten oben 3. Mitte. Auftauchen. Anblasen. Wir sind gerettet. Orkus-Schiffer, die zurückfanden. Was will der hier? Die Zylinderkopfpackung. Wahrscheinlich nur in Wolzen gelockert. Könnt ihr es nachziehen? Ja, Standortmeldung von U48. Wir sprechen auch drüber. Ja. Komme sofort. Schlechte Nachrichten, Männer. Was ist denn los? Schalke hat verloren. 5-0. Keine Chance mehr für die Vorschlussrund. Doch nicht wahr, verdammte Scheiße! Ein schweres Tief ist angesagt. Windgeschwindigkeit 150 bis 200 Stundenkilometer. Starke Unruhe.
An der Grenze zwischen subtropischer und polarer Luft. Im Klartext, Sturm. Ich fresse einen Besen, wenn wir nicht auf dem Kurs des Geleits sind. Zu blöd, dass Bertolt sich nicht mehr meldet. Der BDU wartet genauso. Ja, und wird er zur Standortmeldung aufgefordert. Das auch noch. Nordatlantische Störfronten. Die haben's in sich. Naja. Sie kriegen schon was von uns geboten, ne? Herr Leutnant, holen Sie den hin! Ganz flott, was? Suchen Sie Ihre Kamera, Herr Leutnant! Und die Segel gehen hoch und der Wind weht! Wir machen kaum noch Fahrt über Grund. Welche Gnade, welch Segen, welche Wohltat. Eine Stunde Tauchzeit hat der Kommandant genehmigt. Eine Stunde Stille. Gerade Erfolgsmeldung, was? Standortmeldung, Füllfunk. Und SOS-Rufe von Schiffen weit weg. Tja, ja. Wenn jetzt aus dem Zossen die Rudermaschine versagt. Dann können die Leute bloß noch beten. Uns kann die See nicht ersäufen, Hinrich. Kein Schiff ist so seetüchtig wie unseres. Hinrich, legen Sie noch mal die Platte auf. Sie wissen schon. J'attendrai la
Der 40. Seetag. Seit einer Woche Sturm. Da liegt jetzt sicher schon Schnee. Warum? Willst du die Führerkunst erlernen? Ich bin ein ganzer Mensch. Ein ganzer Soldat. Komisch. Stell dir Persönlichkeiten vor Augen. Ich hab seit Jahren keinen Schnee mehr gesehen. In seinem langen Leben nur Selbstüberwindung. Darf ich? Bitte. Der 15. Sturmtag.